Hallo zusammen und willkommen. Zahnschmerzen, Taubheitsgefühl, Fußnervschmerzen und Ischiasnervschmerzen. Halten diese Beschwerden über einen längeren Zeitraum an, kann das zu einer echten Qual werden. Dabei gibt es einfache Mittel im Haushalt, die die Schmerzen lindern können und helfen, die Zeit zu überbrücken, bis ein Arzt die Ursache behoben hat oder bis die Heilung abgeschlossen ist. Wie bekämpft man nun Zahnschmerzen? Zu den besonders unangenehmen Leiden zählen wohl Zahnschmerzen, die meist sehr intensiv und stechend auftreten. Die häufigsten Ursachen sind Entzündung der Zahnwurzel oder des Zahnfleisches, Karies, freiliegende Zahnhälse oder eine Prellung. In allen Fällen muss dringend ein Facharzt aufgesucht werden. Die Beschwerden selbst kann man zu Hause lindern. Bei Entzündungen beispielsweise helfen vor allem antibakterielle Mittel wie eine alkoholhaltige Mundspülung, die man mindestens 30 Sekunden gurgelt und die kräftig den Mundraum durchspült. Mit Hilfe eines halben Teelöffel Salz und 200 ml warmen Wasser kann man eine eigene Spülung herstellen. Hier gilt mehrmals am Tag für 2 Minuten gurgeln und durchspülen. Regelmäßig eine Knoblauchzehe kauen wirkt ähnlich wie das Mundwasser und gilt zusätzlich als Entzündungshemd. Man kann den Knoblauch auch pressen und mit ein wenig Salz vermischen 10 Minuten auf den betroffenen Zahn streichen. Alternativ kann man auf eine getrocknete Gewürznelke beißen. Das Öl der Nelke in ein Glas Wasser vermischt fungiert ebenfalls als schmerzlindernde Mundspülung. Eine etwas andere Methode für entzündete Stellen funktioniert mit Hilfe von Teebeuteln. Dazu kocht man Pfefferminz, Kamille, Salbei oder schwarzen Tee. Diesen lässt man dann abkühlen und legt ihn für rund 5 Minuten auf die schmerzende Stelle. Er wirkt entzündungshemmend und bekämpft bakterielle Infektionen. Auch mit Zwiebeln lassen sich Zahnschmerzen sehr gut behandeln. Das Wurzelgemüse schälen, klein hacken und in ein Tuch wickeln, das dann leicht auf die Wange gedrückt wird. Sind die Schmerzen besonders stark, hilft es, ein Stück Zwiebel in den Mund zu legen zwischen Wange und Zahnfleisch oder auf Zwiebelstücken rumzukauen. Hat man eine Prellung oder Fraktur, gilt Eis als bewährtes Mittel gegen Schmerzen. Die Kälte verlangsamt den Blutfluss und wirkt dadurch wie eine leichte Betäubung. Dazu einfach einen Eiswürfel oder Kühlbeutel in ein Tuch wickeln und von außen auf die schmerzende Stelle legen. Was aber nun hilft bei Taubheitsgefühlen? Ist ein Nerv eingeklemmt oder verletzt oder sind die Muskeln verspannt, kann das dazu führen, dass sich bestimmte Körperstellen taub anfühlen oder aber unangenehm kribbeln. In diesen Fällen kann man die Ursache oft selbst bekämpfen, indem man sich beispielsweise mit Öl einmassieren lässt. Du kannst natürlich die Stellen auch leicht selbst durchkneten oder eine warme Kompresse auflegen. Neben einem Lappen, den man in warmes Wasser taucht und für rund 5 Minuten auf die betäubte Stelle legt, helfen auch Wärmeflaschen oder Halskissen. Wichtig ist darauf zu achten, dass man sich dabei nicht verbrennt. Regelmäßige Bewegung unterstützt den Körper dabei, Muskeln aufzulockern. Krafttraining oder intensiver Sport sollte jedoch vermieden werden. Stattdessen fördert ein Spaziergang oder leichte Übung wie beim Pilates die Linderung. Zu den bewährten Hausmitteln, die gegen Nerven- und Muskelleiden helfen, zählen Kurkuma, Knoblauch und Zimt. Zum Beispiel fördert ein Teelöffel Kurkuma-Pulver aufgelöst und erwärmt in einer Tasse zusammen mit Honig die Durchblutung. Knoblauch und Zimt hingegen kann man ganz normal mit der Nahrung aufnehmen. Bereits eine Knoblauchzehe und rund 2 Gramm Zimt helfen bei der Durchblutung. Das intensive Gewürz kann nach demselben Rezept wie das Kurkuma-Pulver einmal täglich getrunken werden. Grundsätzlich raten Ärzte dazu, Lebensmittel mit viel Magnesium und Vitamin B12 zu essen. Dies beugt einem Taubheitsgefühl oder dem unangenehmen Kribbeln vor. Kommen wir nun zu der Frage, woher stammen die Schmerzen in den Fußnerven oder im Ischiasnerv? Bis zu 2000 Schritte legt ein Mensch durchschnittlich pro Tag zurück. Nicht selten kommt es dabei vor, dass das zu Beschwerden im Fuß führt. Zum Beispiel zu einem eingeklemmten oder verletzten Nerv. Bemerkbar macht sich das Problem durch brennende und stechende Schmerzen. Hier kann man aber bereits auf die eben genannten Mittel zurückgreifen. Dazu gehören Massagen, Wärmeflaschen, Kurkuma-Pulver, Knoblauch und Zimt. Bei der Bewegung sollte man darauf achten, dass man gezielte Übungen für den Fuß macht. Zum Beispiel zweimal täglich bei gestreckten Beinen die Fußspitzen im Wechsel 20 bis 30 Mal strecken und an sich heranziehen. Kribbelt es dabei, ist das alles in Ordnung. Verursacht die Bewegung aber Schmerzen, sollte sie nicht wiederholt werden. Diese Regeln gelten ebenfalls bei Schmerzen des Ischiasnerves. Er läuft entlang des Rückens und ist der längste und größte Nerv des menschlichen Körpers. Umso qualvoller ist es, wenn dieser Strang verletzt, entzündet oder eingeklemmt ist. Hier hilft ganz besonders Wärme und leichte, langsame Bewegung wie etwa beim Pilates oder Übung aus der Physiotherapie. Gesunde Lebensmittel unterstützen den Genesungsprozess wie Obst und Gemüse, Naturreis und andere Vollkornprodukte, Sauerkraut, Ingwer und Nüsse.
Schnittlauch, Knoblauch, alle Arten von Zwiebeln und Porree wirken Entzündung entgegen und fördern gleichzeitig die Durchblutung. Zucker und zuckerhaltige Lebensmittel sollten möglichst reduziert werden. Wann aber nun solltest du einen Arzt aufsuchen? Grundsätzlich raten Experten bei anhaltenden Schmerzen oder Taubheitsgefühl immer einen Arzt aufzusuchen. Die Hausmittel und Tipps können lediglich helfen, die Symptome zu lindern und die Zeit, bis man einen Arzttermin bekommt oder bis die Genesung eintritt, möglichst gut zu überbrücken. Sie helfen dabei, den Körper zu unterstützen und Schmerzen zu minimieren. Außerdem wirken bestimmte Maßnahmen wie eine gesunde Ernährung vorbeugend gegen Probleme wie Muskelverspannung oder eingeklemmte Nerven. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.